Süßen, ja, herzlich willkommen zur nächsten Short Message. Natürlich hier auf dein Gegenüber gelunzelt. Ich bin schon gespannt. Schauen wir mal, was uns sich hier zeigen möchte. Um was geht es hier bei deinem Gegenüber? Was steht hier in den nächsten Tagen an? Was ist Thematik? Lassen wir uns überraschen vom Universum. So, ich habe hier wieder die gleichen Karten, natürlich wie auch bei deiner Short Message. Und ja, dann würde ich nur sagen, ziehen wir uns eine Hauptenergie raus. Schauen wir mal, was wir hier für eine hoffentlich nette Botschaft kriegen. Aha, wir haben Rapunzelchen. So, Rapunzelchen, ja, vielleicht zieht er sich gerade hier so in sein Türmchen zurück oder vielleicht spielt auch gerade Rapunzel, je nachdem. Ne? Aber wir sehen hier, dass es hier um die Seele eines Menschen geht, ne? Und nicht nur um das Aussehen. Wir haben hier Rapunzel mit dem schönen langen Haar und das heißt ja, Rapunzel, lass dein Haar herunter, ne, damit ich hier raufsteigen kann. Ja, vielleicht ist er gerade hier auch sehr unzufrieden mit seinem eigenen Erscheinungsbild, ne, dass er sich gerade auch hier in seinem eigenen Körper gerade nicht wohlfühlt, mit einer Situation sich nicht wohlfühlt. Auf jemanden sieht man, dass er sich hier ein bisschen versteckt, abkapselt, zurückzieht. Ja, und ne, man kann ja gut auf dem Bild erkennen, man ist halt jetzt hier so am Warten. Na, aber hier sieht man auch weit und breit niemanden. Na, und das ist halt immer so eine Sache. Man kann oder es macht schon Sinn, sich manchmal in das Türmchen zu begeben, gerade wenn es um die innere Einkehr geht, ne, dass man vielleicht mal ein bisschen nachdenken muss und vielleicht auch mal die Situation aus einer anderen Perspektive betrachten. Na. Aber es sollte halt auch nicht so lange sein. So, jetzt schauen wir mal, um was es hier genau geht. Wir haben hier auch noch die echten Gefühle, ne, die diese Karte repräsentiert. Vielleicht, ja, wie gesagt, hat er hier ein Selbstwertthema, das sich wieder mal zeigt. Wir schauen, um was es hier bei Rapunzel geht. So. Ja, passt. Der Übergang ist wieder mal hier sehr flüssig. Ne? Es geht also um Wege und Möglichkeiten. Natürlich habe ich die Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Ich habe die Möglichkeit, wieder rauszugehen. Ich kann auch andere Wege einschlagen, ohne dass ich vielleicht ins Türmchen gehe. Also man sieht schon, er ist momentan ein bisschen geplagt mit Entscheidungen, die auch anstehen, wie man sieht. Oder vielleicht auch, welchen Weg man gerade wählen soll. Die Karte der Wege stellt auch immer Lösungen dar. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Vielleicht sucht er auch gerade irgendwo eine Lösung auf etwas. Ja, da haben wir ihn schon selber. Hier müsst ihr ein bisschen, na, der Mann guckt hier in die verkehrte Richtung. Man ist ja immer nach rechts blickend. Man dreht sich gerade aber auch hier ein bisschen von diesen Wegen und Möglichkeiten um oder Entscheidungen. Ne? Vielleicht steht auch was an und das will er gar nicht. Dann ist mal auf die letzte Karte hier gespannt. Aha, da haben wir die Blümchen. Geht also um eine Einladung. Und hier unten haben wir den Anker. So, ja, zum einen die Entscheidung geht man wieder mal in die Leichtigkeit. Vielleicht steht auch eine Entscheidung an über eine Einladung, die er gerne aussprechen möchte. Vielleicht geht es aber auch hier wieder mehr um Spaß und Freude. Blumen sind ja immer eine schöne Karte. Das hat immer was mit Positiven in Verbindung. Ne? Vielleicht möchte er hier aber auch ein Geschenkchen machen oder ein Geschenkchen überreichen. Auf jeden Fall haben wir hier mit dem Anker auch die Verankerung des Stabilitäts- und Sicherheitsthemas. Ist ja klar, man möchte hier irgendwo mal ankommen. Vielleicht sucht er auch gerade Wege und Möglichkeiten, wieder mal ein bisschen in die Leichtigkeit zu kommen. Vielleicht steht auch hier eine Entscheidung im Beruflichen an, ne, wo er vielleicht hier eine Einladung kriegt oder schon bekommen hat und weiß jetzt nicht, soll er die annehmen oder nicht. Was haben wir denn hier noch? Ja, kann auch sein, dass es hier noch um familiäre Themen geht. Ne? Hier ist auch etwas auf der belastenden Ebene. Also man sieht schon, da darf hier noch was in der Winterszeit ausgeglichen werden, was Belastungen angeht. Es könnten hier noch ein paar Ängste sein, die aus der Kindheit stammen. Neuanfang ist ein Thema bei deinem Gegenüber hier. Man sieht aber auch hier noch Ängste, die in der Tiefe sitzen, ne? Die so wiederholend bei ihm aufschlagen, immer alles kompliziert und verstrickt. Hier, gut, wenn du hier auf eine Dreierkonstellation schaust, ne, da haben wir hier wieder Madame im Spiel, wo man auch sieht, dass sich hier wiederholend noch Themchen zeigen. Das kann hier um finanzielle Verluste noch gehen. Auf der emotionalen Ebene einfach irgendwas Altes noch nicht geheilt ist. Ja,
volles Programm. Ne? Also hier geht es mit Sicherheit nach vorne. Man muss hier was klären, was bereinigen. Ja, da hat der Mensch ja gerade ordentlich hier zu tun, würde ich mal sagen. So, wir klären das mal ab, damit wir mal ein genaueres Bildchen bekommen. Ne? So, schauen wir mal auf die Wege hier. Ja, ist so nicht so ein entscheidungsfreudiger Mensch, wie wir hier haben. Ne? Oder verdrückt man sich hier ein bisschen von der Entscheidung? Also hier sieht man schon, er wendet sich ja ab, irgendwas ist stagniert. Vielleicht hat es ja auch eine Entscheidung gegeben, dass vielleicht hat er auch hier in dem Sinne irgendwo eine Absage bekommen. Das kann auch sein. Oder dass er sich eben entscheiden muss, na, welche Stelle nimmt man jetzt, welches Angebot geht man jetzt ein. Oder es ist hier gerade so eine Entscheidung getroffen worden, zwischen euch beiden, ja, dass man sagt, vielleicht ist jetzt da gerade eben ein Stillstand drin, das ist auch was beendet worden. Was? Ah ja, guck. Es geht auch um die Transformation auch hier. Also hier haben wir, schaut euch mal den Übergang wieder an, ne? Ich finde das wieder sensationell heute. Abschluss, Neubeginn. Ja, die Entscheidung, etwas Altes hinter sich zu lassen und etwas Neues zu beginnen. Ne? Ganz klare Botschaft ist das hier. Ja, was immer das jetzt sein mag, das kann natürlich jetzt im Beruflichen was sein. Das kann auch mit seinen eigenen Themen zu tun haben, ne, dass man hier endlich mal Kindheitsthemen abschließt oder eben irgendwelche Themen, die noch eben belastend sind, wie wir gerade gesehen haben, dann natürlich auch in den Dreierkonstellationen, ne, dass man endlich mal da rausgeht. Da haben wir auch gesehen, da könnten auch finanzielle Themen eine große Rolle spielen. Vielleicht ist er aber auch, wie gesagt, finanziell gerade nicht so gut aufgestellt, dass er da noch irgendwelche Verstrickungen und Abhängigkeiten hat. Du wirst es am besten wissen, ne, falls du hier Kontakt zu deinem Gegenüber hast oder falls du da ein bisschen im Wissen bist, ne, was so mit ihm passiert. Bei jedem wird es was anderes sein. Aber wir schauen jetzt mal weiter. Die Kerze. Also heute haben wir, ich bin wieder wirklich überwältigt. Die Kerze hier drauf, ne, dass man sagt, aha, da entflammt oder da soll ja wieder etwas Neues entflammen. Ne? Beziehungsweise vielleicht auch wieder etwas aufleben. Nach einer Stagnation darf es in den Neubeginn gehen. So, was immer das jetzt bei ihm sein mag, ne, das können wir, wie wir haben es ja schon gesehen, verschiedene Themen sein. Es kann auch in Bezug auf dich sein, aber auf jeden Fall kommt hier auch so Licht ins Dunkel rein. Ne? Vielleicht gab es hier eine Entscheidung, die musste sein, dass also hier etwas Altes abgeschlossen wird und dass quasi die Weichen für etwas Neues gelegt worden sind. Und da geht es das Ganze jetzt hier zu erhellen und wir haben hier das Taxi. Ja? Und schau mal, da war jemand ein bisschen vielleicht vom Weg abgekommen. Ne? Aber das Taxi ist so die Orientierungslosigkeit, die wir hier haben. Vielleicht war ja auch jemand unselbstständig, ne? Hat die Verantwortung immer auf jemanden anderen abgegeben, war zu bequem, etwas zu tun. Naja, schon wieder so ein bisschen ein Hauch von dem, dass ich sage, ah ja, da ist irgendwas passiert, ist was eingeleitet worden, ne? Weil wir haben ja mit der Kerze Licht ins Dunkel bringen. Also irgendwo ist vielleicht auch ein Weg zu Ende gegangen, eine Entscheidung getroffen worden, aber die war halt nötig, ne? Oder vielleicht ist auch irgendeine Situation passiert. Es war halt nötig, damit hier jemand ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch aus seiner Komfortzone rauskommt. So würde ich das gerade mal hier betiteln. Und da haben wir auch die drei der Schwerter. Ja, da gab es nicht unbedingt so schöne Nachrichten. Ne? Die drei der Schwerter, das sind halt hier auch so... ja, also man ist von dieser Nachricht oder dieser Entscheidung oder der Weg, der sich jetzt hier im Endeffekt geebnet hat, da war man wohl nicht so begeistert davon. Na, also hier kann es eine Trennung gewesen sein, dass man auch aus seinen Illusionen rausgerissen worden ist. Dass es hier einfach auch um, ja, wie formuliere ich es, unliebsame Entscheidungen gegangen ist. Also etwas wollte man ja eigentlich, aber dann nicht. Aber dann ist es doch passiert oder vielleicht hat es auch er getroffen. Also hier sieht man schon, nicht so eine schöne Atmosphäre hier gerade bei ihm. Ne? Aber es muss so sein, ne? Weil sonst kann es ja nicht, ich meine, wir haben Abschluss, Neubeginn. Wie soll es denn weitergehen, wenn ich immer in meinem ewigen alten Gedümpel da rumfümpfel? Ne? Da geht ja auch nichts weiter. Also hier ist etwas passiert oder kommt es jetzt noch auf ihn zu, je nachdem.
was ihm nicht gefallen hat, beziehungsweise nicht gefällt aktuell auch, ne? Und man ist hier auch zwischen Herz und Kopf hin und her gerissen. Na, was ist jetzt da das Beste? Und er dreht sich von dieser Entscheidung oder dieser Weg oder was immer da jetzt passiert ist, da dreht er sich um. Ne? Und das zeigt eigentlich schon, ja, natürlich gefällt das nicht. Ja, aber es hilft alles nichts. Ja, manchmal gefallen uns einfach die Dinge nicht, aber es soll ja Licht reinkommen, es soll ja wieder, ne, eine Leidenschaft auch bei ihm entflammen, so ein bisschen für sein eigenes Leben. Und deswegen guckt er hier, passt sehr gut, ne, wieder zu versuchen, irgendwo etwas, ja, in die Leichtigkeit zu bringen oder selber leichter zu werden. Ein bisschen locker, flockiger alles. Also hier gab es wohl einige belastende Dinge. So, jetzt schauen wir mal auf ihn hier. Da haben wir ihn gleich doppelt gemoppelt. Hey, 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 hey. Puh. Naja, wie man schon in den letzten Orakelchen immer mal wieder gesehen hat, ne, wo ich schon, ich glaube, das war sogar der Seelenpartnerblick, wo es ihm ja auch schon sehr schlecht ging im Endeffekt. Man sieht ja auch, dass er sehr belastet ist. Aber auch hier mit dem Kreuz wieder alles schicksalhaft, ne? Also es muss so sein. Es ist wirklich so, man sagt, es drückt gerade so richtig drauf. Es drückt aber auch hier so ein bisschen auf seine Aktivität drauf, ne? Dass er also wirklich in Wallung kommt. Also hier hat er eine belastende Situation hinter sich. Ich sage ja, also irgendwas, was ihm absolut nicht gefallen hat. Das kann jetzt zwischen euch die Trennung sein, es kann Jobverlust sein, es kann finanzielle Probleme sein, theoretisch alles, ja. War nicht schön. So. Ja, die Krone. Da haben wir ja wieder heute so, ne, so, hat ja so gut angefangen hier, ne? Aber irgendwie sind die Karten gar nicht so schön. Ja, um auf Rapunzelchen zurückzukommen, ne? Vielleicht also Szenario 1. Hat er hier, war er zu oberflächlich? Ja, hat er nur aufs Aussehen, hat also aufs Aussehen viel Wert gelegt, war halt ziemlich an der Oberfläche unterwegs. So, hier ging es aber nicht um die Oberfläche. Ne? Und das kann natürlich hier auch dazu geführt haben, dass du irgendwann die Schnauze voll gehabt hast und gesagt hast, du, wenn wir hier nur immer an der Oberfläche rumdrifteln, das ist aber nicht meins. Na, dann muss ich halt diese Situation leider verlassen, weil die 3 der Schwerter ja auch der klassische Herzschmerz ist. Vielleicht ist aber auch, hat er auch nicht seine echten Gefühle hier gezeigt. Für Situation 2 ist dann eher für die Dreierkonstellationen, dass man sagt, gut, man hat nicht zu dir wirklich gestanden. Na, vielleicht hat man dich auch nur als Trophäe gesehen oder hat dich immer hingehalten, weil er hier eben unzufrieden mit der Gesamtsituation war, hat sich immer wieder zurückgezogen. Es kann aber auch auf Situation 1 sein. Also wie gesagt, es sind mehrere Sachen hier. Auf jeden Fall sehen wir mit der Krone, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der wohl auch etwas Kritik bekommen hat oder dem Kritik entgegengeflogen ist. Und diese Person hier neigt dazu, nur sehr schlecht Kritik zu ertragen. Ja, die Frage ist, was hat man letztendlich wirklich kritisiert? Na, weil wenn man jemand sagt, du pass mal auf, es geht hier nicht nur um das Ausschauen oder es geht hier noch nur um die Oberfläche, ich möchte hier gerne in die Tiefe gehen und so weiter, dann ist das ja im Endeffekt keine Kritik, aber die Menschen neigen halt dazu, das gleich als Kritik oder als Abwertung aufzufassen, was natürlich dann wiederum mit seinem Selbstwert zu tun hat. Das wissen wir ja alles, ne? So, hier haben wir auch jemanden, der sich vielleicht auch ein bisschen selbst überschätzt hat, ja, mit dem, was er hier gemacht hat. Vielleicht hat er überhaupt nicht mit dieser Entscheidung und wie gesagt, auf welches Thema es immer sein mag. In der ersten Linie liegt hier der Herzschmerz da, also gehe ich schwer davon aus, dass es mit Sicherheit etwas mit der Liebe zu tun hat, weil es kann natürlich auch was anderes sein, dass man eigentlich mit dieser Entscheidung überhaupt nicht gerechnet hat, ja, dass man sich seiner Sache so sehr sicher war, ja, und so von sich selbst überzeugt, verliebt in sich selbst, ja, also so richtig Ego-Gedöns, dass man also mit einer Entscheidung, die hier getroffen ist, so gar nicht gerechnet hat, ja. Und das wäre in diesem Falle dann einfach, dass man sagt, gut, man hätte nie angenommen, dass du vielleicht hier dem Kandidaten den Rücken zudrehst.
Vielleicht sind auch irgendwelche Machtspielchen hier gelaufen, ne? Dass man sagt, ja, wer sitzt hier am längeren Hebel und du wirst mich sowieso nie verlassen, bla bla blub. Ne? Und irgendwie, ja, ist halt der Schuss hier nach hinten losgegangen. Und wir haben hier auch nochmal die Eheringe drauf. Das heißt, ja, also mit Sicherheit geht es hier um eine Verbindlichkeit. Es kann natürlich auch im Beruflichen gewesen sein, ne, dass er da also irgendwo meinte, der wäre hier der Krösus und dann hat man ihm halt den Garaus gemacht. Ne? Zeitlang wird halt vielleicht zugeschaut und dann macht es halt irgendwann mal Krabumsch und das sieht man hier eigentlich ganz klar. Und mit den Eheringen, wie gesagt, kann um eure Partnerschaft gehen, kann aber auch eben, wie gesagt, in anderen Verbindlichkeiten, wo er noch drinnen steckt, sein. Dass er da irgendwo noch an etwas gebunden ist, kann sein, dass er eben, wie gesagt, noch in einer Ehe ist, in einer anderen Partnerschaft. Ne? Und man war sich hier, und das ist ja die Information, die ich reinkriege, man war sich hier einfach so sehr sicher, dass da niemals irgendwo etwas in die Brüche gehen könnte oder dass er da irgendwo aus seinem Sicherheitsgedöns, aus seiner Beständigkeit da irgendwo rausfliegen könnte. Und hier hat man sich wahrlich überschätzt. Ja, also hier ist jemand eiskalt getroffen worden. Aber das war nötig, damit hier ein Licht aufgeht. Na, damit hier Licht reinkommt und sagt man, pass mal auf, du hast ja hier wirklich komplett die Orientierung verloren, du bist ja komplett ab vom Weg gekommen. Na, so geht das hier nicht. Ich lasse hier nicht mit mir spielen. Na, ich brauche keine Machtspiele oder ich brauche hier kein Ego-Gedöns. Na. Und das hat ihm eigentlich hier ein bisschen den Garaus gemacht, wie man sieht. Ja, die drei der Stäbe. Weil er hatte hier längerfristig geplant. Ja, man sieht das. Also er hat da mit, wie gesagt, er hat nicht damit gerechnet, dass es hier zu einer Entscheidung kommt, ne, wo es in die Stagnation geht oder wo man ihn vielleicht aufs Abstellgleis setzt oder wo man ihn nicht mehr so toll finden könnte oder wo man ihn kündigt oder wo man sich trennt. Also mit dem hat dieser Mann hier absolut überhaupt nicht gerechnet, sondern er hat sich hier eigentlich gedacht, so wie er das macht, ist das super, ne? Da planen wir mit Weitblick, da können wir lang nach vorne planen, weil da passiert hier sowieso nichts. Genau so kriege ich das hier rein. So, ja, wie gesagt, Schuss in den Ofen. So, gucken wir mal auf die Blumen. Da haben wir den Hund. Da haben wir die Sense. Das hat ganz schön an seinem Selbstwert hier genagt oder an seinem Ego, ne, kann man ja auch so sagen. Aber das Geschenk, das er hier eigentlich erhält, also die Blümchen werden hier eher als ein Geschenk dargestellt, so kriege ich das hier gerade rein. Das heißt, dieser Weg, der hier zu Ende gegangen ist oder diese Entscheidung, die hier getroffen worden ist, wie auch immer, ist eigentlich ein Geschenk, dass er jetzt hier mal etwas an seinem Selbstwert, an seiner Selbstliebe arbeitet. Ja, wir haben die Sense hier umgekehrt. Das ist zum einen natürlich die Spontanität. Das heißt, hier kann also sehr schnell etwas beendet worden sein. Ja, dass es so wirklich spontan passiert ist. Also wie ich schon sagte, absolut überhaupt nicht damit gerechnet. Also so richtig überfallen worden damit, weil sich hier jemand so sehr in seiner Sicherheit wiegte. Und genau diese, ja, diese Entscheidung vielleicht jetzt erstmal etwas auf Eis zu legen oder zu beenden oder eben in den Stillstand zu bringen, dient dazu, dass es hier eben, wie gesagt, um eine Last abzuschließen gibt, ne, wo er jetzt etwas zu tun hat. Und deswegen kriege ich das hier auch so rein. Hier muss jemand vermehrt an seiner Selbstliebe und an seinem Selbstwert arbeiten. So, wir haben hier unterm Deck den Ring. Weil er will ja hier, wie man sieht, ne, ankommen. Ob das jetzt im Job ist, ob das jetzt in einer Partnerschaft ist, ob das mit anderen Dingen ist, eigentlich will man ankommen. Man will ja was Festes haben. Ja? Das war ja eigentlich auch so seine Intention. Nur mit dieser Art und Weise, wie er es wahrscheinlich gemacht hat, ja, wie gesagt, war das ein Blick ins Ofenrohr. Natürlich haben wir hier auch mit dem Ring die Wiederholungen. Das heißt, der Anker geht ja auch in den Ring rein. Immer dieses ständige Festhalten an diesen Wiederholungen ist natürlich auch hier irgendwo eine sehr negative Schwingung, die man wahrnimmt. Vielleicht hast du es auch hier mit jemandem zu tun, der auch immer sehr, sehr negativ eingestellt ist. Oder eben einfach nur, wie gesagt, immer das Schlimmste sieht oder von vom Schlimmsten aufgeht. Aber wir sehen hier, na, dass es hier schon um eine
Liebesverbindung geht oder zumindest wollte man ja diese Verbindung haben. Eine Liebe ist da, aber momentan ist hier halt wirklich viel Aufregung und Stress da. Ne? Und das muss halt, jetzt haben wir es wieder, ausgeglichen werden. Das ist hier die Aufgabe, ne? Um sich hier wirklich mal für das kleine Glück, wo der Herr hier immer rumschwibbelt, wirklich zu öffnen, ja, und mal den Mut und die Stärke hier hervorzuholen und zu sagen, so, entweder oder, Katz oder Koda. Na, so heißt es hier. Also nicht so lange so rumeiern und hier und mal und da, weil letztendlich landet dieser Mensch ja immer wieder in seinem kleinen Glück. Und das ist jetzt genau das Geschenk, was er eigentlich hier kriegt, dass man sagt, naja, wenn du das hier so und so machst, ja, dass du meinst, du müsstest hier immer dein Ego durchsetzen und wenn du meinst, dass hier jeder das tut, was du sagst und niemals irgendwo jemand was anderes tun würde, dann hast dich halt hier jetzt fett getäuscht. Na? Also da wird ihm gerade einiges klar oder zumindest soll dadurch das Licht aufgehen. Schauen wir mal hier weiter. Ah ja, Süße, es hat schon was mit dir zu tun. Hier haben wir die Dame. Kann natürlich auch sein, dass er hier plötzlich auch auf dich zugehen möchte, ne? Nachdem er sich vielleicht hier, naja, wie sage ich, einen Schnitzer gelaubt hat oder ich weiß ja nicht, wie du aktuell zu dieser Situation stehst. Deswegen haben wir ja auch immer die privaten Legungen. Ne? Aber es kann hier schon sein, dass er natürlich auch über den freundschaftlichen Weg jetzt wieder versucht, hier irgendwo bei dir anzudocken. Ne? Also hier irgendwo etwas auch wettzumachen, am Vertrauen wieder zu arbeiten. Das haben wir ja auch in deiner Short Message gehabt. Im Seelenpartnerblick. Wer den noch nicht gesehen hat, guckt euch die an. Die Legung könnt ihr übrigens auch bei mir buchen, den Seelenpartnerblick. Und da war es ja auch schon darum gegangen, dass man sagt, gut, wenn man dich zurückerobern möchte, dann muss man aber erstmal das Vertrauen wieder aufbauen. Ne? Und da darf er sich halt wenig Schnitze erlauben. Das ist das Problem hier. Und also zum einen, es kann auch sein, dass er spontan vielleicht über Freunde irgendwie mal ein bisschen in deine Richtung da was rausfinden möchte. Ne? Weil man sieht ja, das hat schon was mit dir zu tun. Aber du spiegelst dich rüber. Dann war das Parfüm. Ja, ja. Der ist schon sehr angezogen von dir. Na? Aber er wird sie halt hier nicht, er wird es in deine Richtung nicht weit bringen, wenn er hier wieder vom Thema ablenkt. Ja? Also auch wenn er hier versucht, auf dich zuzugehen über einen freundschaftlichen Weg und könnte mal hier und könnte mal da und vielleicht hier eine Einladung, da ein Getränk und da ein Kaffee. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn er vom Thema ablenkt, ja, sondern es geht ja darum, dass er hinschaut, warum ist das passiert, ja, und das ist schon wieder so eine Neigung dazu, dass man sagt, naja, er dreht sich ja von dem Ganzen um, es belastet ihn zwar und so weiter, ne, und dass er hier meint, mit seinen weiteren Machtspielchen da irgendwie durchzukommen, um da irgendwo wieder eine gute Perspektive rauszuschlagen, da wirst du ihm, glaube ich, auch wieder einen Strich durch die Rechnung machen, so wie es ausschaut. Ja? Also wenn er meint, damit irgendwie Geschenken, schönen Worten und dem ganzen gleichen Gedöns, wie er es eigentlich hier gemacht hat, wieder auf dich zuzugehen, dann wird man da hier nicht so erfolgreich sein. Also das wäre hier abzuraten, das kriege ich gerade rein. Ja? Weil wir haben hier mit dem Parfüm, da ist jemand total vernebelt. Ja, also hier versucht man abzulenken, man hat hier schon eine sexuelle Absicht auch zu dir hin. Es kann ja auch sein, dass er es auf den Weg auch wieder versucht. So ungefähr, er ist ja hier der ganz tolle Hecht, ne? Und du wirst ihm nicht widerstehen können. Nie. Na, also hier ist auch so ein bisschen die Warnung bei dir drinnen. Bitte da aufpassen, trag hier nicht die rosarote Brille auf der Nase und lass dich auch nicht vernebeln von ihm mit schönen Komplimenten, Einladungen und Gedöns, sondern es geht jetzt wirklich darum, hat er was begriffen oder hat er was nicht begriffen. Der König der Münzen. Na, er will hier schon zeigen, na, er will dir hier vermitteln, dass er jetzt geerdet ist und dass er ehrlich ist und dass er treu ist und dass man sich hier verlassen kann. Ja. Achtung, wir haben hier mit der Sense eine Warnkarte. Der ist immer noch in seinem Sicherheitsgedöns drin. Ja? Und es tut mich gerade echt schwer, ne? Weil man kann natürlich anfangen, sich hier alles schön zu reden. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist hier so eine Kombi, wo ich mir denke, jo, also du stehst für dich selber ein, das sehen wir hier gerade. Ne? Und hier besteht wirklich die Gefahr, dass es wirklich nochmal versucht, wirklich von allem abzulenken, so was war denn, ist ja gar nichts Schlimmes passiert, ist ja alles gut, ne? Können wir ja wieder von vorne anfangen, hier ein bisschen Sex und da und Betty hier und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, ein Scheiß ist es.
Na, also lass dich nicht auf sowas ein, bleib du hier in deiner Erdung, weil da muss er erstmal rein. Und dieses Sicherheitsthema, was er hier halt hat, das darf er sich durchaus nochmal anschauen, weil das ist, hat ja auch was wieder mit der Wertigkeit zu tun. Wenn ich hier versuche, wieder jemanden mit irgendwelchen Machtspielchen zu beeinflussen oder mit irgendwie ein bisschen zu vernebeln und so weiter, so ungefähr, naja, da war ja auch, mein Verhalten ist ja, war ja gar nicht so schlimm. Ich habe ja gar keinen Fehler gemacht oder so weiter. Nö. Also ach, pass mir da bloß auf und achte mir da drauf. Ne? Hier haben wir unterm Deck die Kaffeemühle. Und da sieht man schon, ne? Ohne Fleiß kein Preis. Also hier ist es wirklich so, dass er jetzt die Initiative zwar ergreifen muss und er muss auch was tun, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er dich hier versucht wieder umzustimmen oder einzunebeln mit irgendwas, sondern wirklich Butter bei die Fisch macht, ja, und das Thema auch angeht. Und hier haben wir die Teezeit. Das heißt, ja, dann darf er sich erstmal die Zeit zum Nachdenken nehmen, weil umsonst ist ja das hier nicht passiert. Ja, wir haben hier die Kerze, dass man sagt, so soll Licht in eine Sache reinkommen und durchaus haben wir die Möglichkeit auf einen Neuanfang, weil kann wieder was erblühen, aber mit Sicherheit nicht, wenn das wieder auf derselben Schiene macht. Also hier ist wirklich die Wand. Oh, schau her, da haben wir sogar die Axt. Na, und das kann natürlich sein, wenn du jetzt sagst, so, ich brauche jetzt erstmal Zeit und nee, will ich nicht und so weiter, dann kann es halt hier mal scheinen, dass hier jemand sehr wütend reagiert drauf, ne? Weil man hier im Endeffekt nicht wieder das bekommt, was man haben will. Und das haben wir hier in der Mitte mit dem Machtspielchen schon gesehen. Also das kann dann ganz schnell wieder umschlagen. Deswegen die Warnkarte. Ne? Aufpassen. Weil der Herr muss hier erstmal seine Richtung wechseln. Der hat hier wirklich komplett den Weg aus den Augen verloren, wie hier irgendwas gehen soll. Deswegen haben wir nochmal den Kompass da, dass man sagt, so der Weg ist es nicht. Du musst hier einen anderen einschlagen. Aber es geht ja nicht darum, dass man jetzt hier wieder irgendwo eine andere Strategie fährt, ja, sondern dass man wirklich fühlt, was man hier getan hat. Nicht nur einfach die Strategien und sagen, ach so, ja, das gefällt dir nicht, dann mache ich es jetzt anders. Sondern es geht ja auch darum, dass er es versteht, was er hier tut und dass er natürlich auch versteht, was er hier anrichtet. Weil das Vertrauen schürt er so bei dir nicht. Da schürt er eher das Misstrauen. Ne? Und hier unterm Deck haben wir die 4 der Münzen. Ne? Schau, das ist eigentlich schon wieder die Bestätigung. Nein, dieser Mann ist noch nicht so weit, sondern der ist immer noch in seiner Unbeweglichkeit drin, der ist immer noch in seiner Routine. Deswegen, er hält hier noch fest. Ne? Er ist immer noch in seinem alten, vertrauten Scheiß drinnen. Also wenn der hier auf dich zukommt, was er mit Sicherheit hier vorhat, ja, so ein bisschen wieder andocken hier, freundschaftliches und so weiter. Und dann wieder versucht, dich irgendwo zu bezirzeln oder was weiß ich, was er vorhat, ja. Hier ist eine Warnkarte für dich ganz klar, dass du hier aufpasst, dass du in deiner Stabilität bleibst, dass du bei dir bleibst, dir das genau anschaust, ne? Wo er hier schon wieder sehr spontan versucht, von irgendwelchen gewissen Dingen abzulenken, ja, so ungefähr, wie ich es schon sagte. Also Fehler, die habe ich ja eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Das ist halt echt blöd gelaufen, aber ich war jetzt da eigentlich gar nicht so. Ja, nee. Na? Also den Scheiß brauchen wir nicht. Hier haben wir auch den Feuerdrachen drunter. Er muss erstmal Ordnung in sein Chaos bringen. Ne? Der hat wirklich unkontrollierte Gefühle hier und das kann natürlich, wie ich schon mit der Axt gesagt habe, wenn du hier nicht sofort auf etwas einstehst oder eingehst, ja, sagen wir es mal so. Ja, dann kann hier die Laune ganz schnell wieder umschlagen und dann siehst du auch ganz schnell wieder, wo der Herr hier steht. Aber das kann ich dir schon vorher sagen. Der ist noch nicht so weit. Ja. Und hier geht es also darum, dass hier etwas oder jemand erstmal ein bisschen zu bändigen ist, aber da versucht er eher dich zu bändigen, sollte sich aber selber erstmal zügeln hier. Ne? Und der geheime Strand ist, ja, man sieht, der schmiedet schon ein paar Pläne hier, ne? Aber letztendlich geht es darum, dass er hier eben mal die Seite wechselt. Oder die Front wechselt, weil das, was er hier macht, ist halt nichts, ne? Und dann kann er hier auch ins Glück gehen, ne? Also er könnte es schon schaffen, aber zuerst muss er hier was ordnen. Und zuerst muss er sich in den Griff kriegen, vor allem emotional, ja. Und vor allem, wenn du hier gerade nicht mitspielst, muss er sich trotzdem im Griff haben. Ne? Also er kann hier nicht, aber wie gesagt, die Warnung ist schon mal da. Hier zweimal die Axt, ne? Kannst dich schon mal drauf einstellen. Solltest du hier nicht mitspielen oder nach einer gewissen Zeit hier nicht wollen, dann kann es sein, dass er wieder ein altes Muster zurückfährt. Oder wenn du halt jetzt hier nicht auf seine Angebote, die er dir so schön macht, nicht einsteigst, dann kannst du auch gleich wieder die andere Seite sehen. Ne? Und das, da merkt man halt dann, dass man sagt, jo, du hast hier überhaupt nichts verändert, mein Freund. Du bist letztendlich immer noch in deinem alten Scheiß drinnen. Und solange du da bist,
wird sich die Königin der Münzen auch nicht rausbewegen. So einfach ist das. Weil die Königin der Münzen, oder ist jetzt wurscht, König der Münzen, ne? Man ruht in sich. Du bist in deiner Stabilität, du bist in deiner Sicherheit, ja, aber jetzt nicht im Negativen gesehen, dass du da irgendwo deinen Schutzpanzer hochgezogen hast, sondern nein, du weißt einfach schlicht und ergreifend, was du willst, ja. Und wenn er das halt nicht aufs Kleid kriegt, dann wirst du dich auch hier im Endeffekt keinen Meter bewegen, und das ist auch richtig so. Ne? Also hier haben wir, wie gesagt, Bestätigung, aufpassen. Ne? Ist wirklich aufpassen, mit was man da versucht, dich wieder irgendwo zu locken, sage ich jetzt mal. Ne? Das Lockmittelchen. Gut, meine Lieben, 30 Minuten Short Message, aber ihr seht wieder bahnbrechende Informationen. Also das soll an dich raus. Und dann hauen wir es natürlich auch an dich raus. Und ja, wir werden das eh weiter verfolgen. Natürlich auch uns wieder die aktuelle Situation deines Gegenübers hier anschauen. Ich werde auch nochmal eine Single-Legung abdrehen, ja, für die, die wissen wollen, was in der Liebe auf sie zukommt, wo jetzt kein Wunschpartner oder irgendjemand dahinter steckt. Guck mal einfach mal, was ich da zeigen möchte. Ja, kommt wieder eines, oder beziehungsweise kommt wieder allerhand. In diesem Sinne, fühlt euch von mir lieb gedrückt. Ne? Denkt hier auf, Basse. Mellys Finger. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt euch gerne dazu äußern. Schreibt mir gerne ein Feedback per WhatsApp, Instagram, E-Mail, wie ihr wollt. Freue mich immer, wenn ich von euch was höre. Und jo, dann sehen wir uns mit dem nächsten Orakel, würde ich sagen. Also in diesem Sinne, Bussi Baba und ciao, ciao, eure Melanie.